Hey Leute, willkommen zurück zu Let's Play Shovel Knight. Im letzten Part haben wir den Turm des Schicksals betreten und heute wollen wir schon das letzte Level überhaupt in Angriff nehmen, den Turmanstieg. Aber ich behaupte mal, dass danach noch ein weiteres Level oder sogar zwei weitere Level, aber auf jeden Fall ein weiteres Level auftauchen wird, nämlich dann noch die Spitze. Denn ich glaube nicht, dass der Anstieg dann schon das Finale ist. Ihr könnt es mir nicht vorstellen, vielleicht doch, aber ich glaube, dass danach noch ein weiteres Level auftauchen wird. Aber wir schauen einfach mal und legen mal mit diesem Level los. Zücke die Schaufel. Ich sehe viele, viele Stacheln. Okay. Ja, eigentlich soll ich doch nach oben. Oder nicht? Aber es geht erstmal nach unten, der Weg. Na gut, ist auch in Ordnung. Komme ich überhaupt auf die linke Seite? Ja, komme ich schon. Ich will am besten wieder mein Lieblingsrelikt ausrüsten, nämlich das hier. Ich will mich ganz gerne diese Blöcke hier auch schnell, zerstören, weil ich wissen will, was da drin ist. Moment. Gar nichts. Okay. So, hier nach unten. Und ja, ich sehe schon, ich werde hier auf jeden Fall auf viele, viele Stacheln treffen. Was ist denn eher Secret? Links ist eher Secret, oder links ist eher Secret? Ja, okay. Naja, du musst... Okay, ja, das, ich hab's fast vergessen, dass ich da kurz weg muss. Ja, das ist eher Secret. Hier gab's nämlich einiges an Gold, sehr schön. Dich will ich gar nicht zerstören, ich brauche dich nämlich dann da. Ich kann nicht unbedingt, ich habe ein tolles Relikt, aber ich will dich trotzdem ganz gerne benutzen. Ich muss jetzt halt wieder dran denken, dass wir eben hier Wasserphysik haben. Und dass ich dementsprechend langsamer sinke als normalerweise und halt auch höher springen kann vor allem. Da muss ich wirklich unbedingt dran denken. Ja, jetzt muss ich mich nur ganz, ganz kurz antippen. Den Sprungknopf. Nicht so hoch springen, ja, ist nicht einfach. Okay, ja, die Stacheln sind immer fies, weil ich da eben instant sterben kann. Da muss ich wirklich sehr gut aufpassen und Checkpoint gleich mal. Und ja, ich glaube, ab jetzt werden wir nur noch solche roten oder auch solche pinken Checkpoints sehen, weil das jetzt eben alles immer super schwierig werden wird. Kann ich den von hier aus treffen? Nee. Ich mach doch mal hier sowas. Bam. Oh, das war knapp. Ich wäre fast nach unten gefallen, okay. War keine so gute Idee offenbar, aber hat ja trotzdem geklappt, aber es war sehr, sehr knapp auf jeden Fall. Na gut. So, bam. Das sind wieder diese einen komischen Gegner, die wir auch schon beim letzten, im letzten Level gesehen haben. Und zack. Sehr schön. Ich gehe mal da nach unten zu dem auch noch dann gleich hin vielleicht. Wenn ich da hinkomme. Nein! Ja, ist schon nicht so einfach, wenn hier ständig 1000 Gegner im Weg sind und ich dann so einfach nach unten gedrängt werden kann. Da muss man schon auf jeden Fall sehr, sehr gut aufpassen. Das ist wohl klar. Macht es nicht ganz einfach auf jeden Fall, die Angelegenheit. Aber ich will auf jeden Fall die Goldsäcke wieder zurückhaben. Aber die sind dann ganz angenehmen Positionen. Deswegen, da komme ich relativ leicht wieder hin zu denen. Ich muss wirklich auf diese blöden Dinger aufpassen, weil die können mich so leicht nach unten drängen. Da ist wirklich Vorsicht geboten. Ja, eigentlich will ich zu denen gar nicht mehr hin, oder? Ich meine, warum denn? Nee, ich mach's mal nicht mehr. Das ist so riskant. Ich mach's nicht mehr. Ja, ich will mal dich auch kurz töten. Am besten mal von hier aus einfach schon mit dem Wurfhaken. Bam! Sehr schön, okay. So, und wieder das Ding hier kurz ausrüsten. Beziehungsweise die Angel werde ich gleich brauchen. Nein, die brauche ich nicht. Komme ich auch so hin. Ja, okay. So, und da oben ist irgendein Weg. Ja, da komme ich zu mehr Magie da oben. Ist das wirklich schon alles? Keine Ahnung. So, ich sollte das hier häufiger machen. Weil ich da eben durch den Schild von den Gegnern auch durchbrechen kann, genau. Ja, okay, ich glaube, ich soll hier die Handschuhe benutzen. Und da kann ich dann eben eventuell den Kampf gegen den Typen da skippen, wenn ich will. Okay, dafür ist es da oben da. Schätze ich jetzt mal. Oder warum hätte ich da nach oben noch weiter springen können? Komme ich da zu neuen Orten, wenn ich da oben hingehe? Nee, oder? Hier so? Nein, okay, alles klar. So, ich will da kurz mein Lieblingsding eben ausrüsten. Das hier. So. Alles klar. Und mehr Lava und mehr Feuer und so weiter. Ja, ich will aufpassen hier auf jeden Fall. Und ja, ich muss auch aufpassen, dass ich eben nicht immer zu viele Schaufelstürze mache, weil ich eben ansonsten dann jetzt zu viele Blöcke kaputt mache und ich dann eben da nach unten falle. Das war schon ein bisschen fies, möchte ich mal anmerken, dass aus diesen Blöcken da plötzlich diese komischen Schleimis da rauskommen können und die mich dann so leicht nach unten drängen können in die Lava. Das ist schon nicht ganz so freundlich, möchte ich mal anmerken. Ah, das sind die Pfeil- und Bogentypen sogar, das ist ja fies. Okay. Jetzt komme ich hier nämlich gar nicht mehr so leicht voran. Ich muss eigentlich wieder hier nach oben am besten. Weil hier habe ich die meisten Chancen zu überleben. Zack, okay. So, Mann, Mann. Jetzt werde ich dann gleich, glaube ich, die Abkürzung da oben benutzen. Mit eben den Handschuhen. Geht er weg mit den Handschuhen. So, weil das dann schon am geschicktesten ist. Zack, zack, zack. Kann ich eben den einen Kampf da skippen. Passt schon. Und gebe wieder kurz her. So, jetzt muss ich da wirklich aufpassen auf diese blöden Schleimis. Das ist nämlich schon sehr fies, finde ich, dass die eben da plötzlich aus den Blöcken rauskommen können und dass die einen da eben dann so leicht nach unten, ja hier nämlich wieder, und dass die da einen da so leicht nach unten drängen können. Das ist schon relativ böse, finde ich. Jetzt sind da auch viele Gegner auf einem Haufen. Mal kurz so. Ja, stimmt, ich kann ja... Ich kann auf diesen Feuergegnern ja gar nicht bouncen, das geht ja gar nicht.
Da treffen die mich ja trotzdem da an. Alter Schwede, hey, der Abschnitt ist ja mega fies. Das ist ja echt fies. Hey, ja, gibt's ja nicht. Na, jetzt ist der. Na, ja, Gott, ey. Mann, jetzt komme ich hier auch kaum voran. Komm mal nach unten. Boah, also das ist jetzt schon echt ziemlich hardcore, finde ich. Was denn jetzt hier. Mann, was wir jetzt hier alles machen müssen in diesem Level, das ist schon nicht ganz so einfach. Jetzt schon mal bitte. Okay. Mann, ey. Kann ich mal sein. So, wieder hier kurz abkürzen. So. Bam, 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 bam. Eieieiei. So. Ich werde das vielleicht dann gleich einfach durchrushen. Oder vielleicht, ich soll vielleicht das Horn benutzen, weil das Horn kann auch Blöcke zerstören, oder? Ich glaube schon. Und damit dürfte ich relativ leichtes Spiel haben, glaube ich. Weil ich dann damit die ganzen Blöcke auf einmal zerstören kann. Ah ne, es kann nicht Blöcke zerstören, okay. Dann vergesse es. Ich werde es einfach, glaube ich, die Blöcke dann einfach da lassen, die meisten. Obwohl mir halt dann Gold durch die Lappen geht, ne? Und ich hasse es, wenn mir Gold durch die Lappen geht. ich weiß noch nicht genau, was ich machen soll. Ja, jetzt ist der da sehr im Weg. Ja, das Feuerding, da kann ich jetzt unten fast gar nicht mehr zerstören. Das geht eigentlich kaum mehr. Ich lasse mal den da unten am Leben. Außer ich benutze halt Relikte oder so. Da unten ist wieder einer. Dich kann ich schon zerstören. Was mache ich denn? Ich lasse mich auch von jedem Scheiß treffen. So. Zack, okay. Boah, Mann, ey. Ist aber schon fies. Da ist nochmal einer. Zack, okay. So. Ich habe da jetzt in den Blöcken halt ein bisschen was verpasst, eventuell. Ich hoffe, nichts arg Schlimmes. Ich fahre halt trotzdem jetzt hier weiter, weil ich das keinen Bock mehr habe. Ehrlich gesagt. Auf diesen Raum hier, weil der hat mich jetzt zu Tode genervt. Einfach nur weg hier, okay. Und Checkpoint. Puh, und natürlich wieder mal ein ganz großer. Nicht zerstören, bitte nicht zerstören. Also jetzt wird dann gleich wieder ein mega fieser Abschnitt kommen. Ich glaube übrigens, da wäre gerade eine zerstörbare Wand gewesen, habe ich noch jetzt gerade gesehen. Aber ich komme da jetzt eh schon nicht mehr hin und ich glaube nicht, dass da eine Mystiknote drin gewesen wäre, weil so schwierig war das eigentlich auch nicht zu entdecken. Aber es wäre halt trotzdem da eine Wand da gewesen, die ich hätte zerstören können, glaube ich zumindest. Shit. Eieieiei, das ist jetzt schon sehr hardcore, das Level. Das hier meine ich. Genau, hier ist halt ein bisschen Essen, okay. Das Level ist richtig hardcore. Das ist klar. Das ist sowas von schwierig, ey, was wir jetzt hier alles machen müssen. Das ist echt Wahnsinn. So, schon mal bitte. Okay, kommen wir nach unten. Plattform. Nein! Das wollte ich nicht, ich bin nach unten gerutscht. Ah, jetzt sind mir irgendwie 7000 Gold, ist mir jetzt, glaube ich, durch die Lappen gegangen, weil ich da jetzt gestorben bin. Dass ich jetzt nie mehr wiederbekommen werde. Die kriege ich halt wieder. Aber das Gold gerade eben, das ist halt jetzt wirklich endgültig weg. Boah, Mann, ey, das kann doch nicht wahr sein. So, jetzt bin ich wieder runterfallen. So, okay, danke. Mann, ey, Leute. Das ärgert mich jetzt wirklich. Ist halt auch echt, das ist überhaupt kein einfaches Level, das ist klar. Nein, boah, Mann. Alter, was will ich denn? Was will ich denn an der Stelle machen? Rette dich irgendwie, Shovel Knight. Ich habe keine Ahnung, wie ich da besser durchkommen soll. Das ist richtig hardcore. Ich habe da ja auch keine freie Sekunde, weil ich ständig eben auf diese Plattform hier aufpassen muss. Shit. Ja. Weil ich ständig auf diese Plattform eben aufpassen muss, dass mir die nicht abhanden kommt. Das ist sowas von schwierig, diese Stelle. Leute, ich habe keine Ahnung. Das ist brutal. Das ist brutal, wirklich. Was zum Teufel? Okay, ja, also jetzt zieht der Schwierigkeitsgrad ja aber mal so richtig an. Aber richtig zieht er an. Heilige Scheiße, hey. Okay, ich will mal kurz dich wieder zerquetschen. Das ist nämlich eigentlich mal ganz effektiv. Ich gehe jetzt mal hier auf diese rechte Seite schnell. Okay, ich lebe zumindest noch. Okay, ich hab's geschafft. So irgendwie. Alter, hey, das war jetzt was. Komm ich hier oben irgendwo hin? Ne, offenbar nicht, okay. Dann wieder nach unten. Mann, ey, Leute. So, rüber und nochmal schnell. Okay, und nach oben bitte. Boah. Ja, zumindest haben wir jetzt das geschafft. Ich hoffe, dass ich jetzt dann auch wirklich gleich sofort einen Checkpoint bekomme. Weil das jetzt. Nein. Hilfe. Weil es jetzt wirklich. Ne? Bleib mal da. Na, ich krieg die jetzt nicht mehr wieder, ne? Weil es ja jetzt wirklich nicht einfach war. Ich krieg die jetzt nicht mehr wieder, ne? Hm. Das ist jetzt blöd. Ich glaube nicht. Kann ich da jetzt noch irgendwas machen dann gleich? Ja, hallo Abfisch. Ja gut, ich habe ja sogar ein leeres Sekret, stimmt. Oder ein leeres Dingses. Deswegen kannst du mir gerne genau das Sekret der Erneuerung geben. Ja. Aber ich komme da jetzt nicht mehr ran. Hm. Ich versuche einfach mal noch selber weiterzukommen. Nein! Warte, es geht aber. Ja, ich hab's geschafft! Ich hab's geschafft, noch irgendwie durchgecheatet. Checkpoint, ja, danke. Irgendwie durchgecheatet noch. Oh mein Gott. Oh mein Gott, boah, also jetzt wird's richtig hardcore. Jetzt wird's richtig hardcore, Leute. Ich sehe schon. Oh nein, jetzt kommt ein Scrolling-Abschnitt auch wieder. Was zum Teufel? Jetzt lassen sie mir wirklich gar keine Ruhe mehr. Jetzt hauen sie aber richtig rein mit dem Schwierigkeitsgrad. Puh, die Musiknote haben wir auch noch nicht gefunden in dem Level. Und es wird ja wahrscheinlich auch schon wieder eine geben. Wo genau? Keine Ahnung, werden wir schon noch sehen. Ich hoffe, ich finde die noch. Wäre ganz cool, aber ist sie schon. Ich sehe sie.
Ja, ich muss jetzt dann gleich schnell sein. Oh Gott, okay, war gerade noch schnell. Das ist sehr fies. Das war wirklich das... Also am besten auch wirklich mit dem Relikt, Mann. Ich weiß nicht, ob es ein besseres dafür gibt. Handschuhe. Ich krieg's nicht mehr rechtzeitig. Mach schnell jetzt. Okay. Aber gib wieder das eine her. Das ist am besten. Hier hin? Oh Gott. Ist das stressig? Ist das alles stressig? Wo muss ich hin? Keine Ahnung. Mach mal hier den Weg frei. Ja, ich schaffe es unmöglich, hier alle Blöcke zu zerstören. Ich will einfach nur irgendwie überleben. Das ist alles, was ich will. Geh hier nach oben. Okay. Einfach immer schön nach oben gehen. Ja. Das ist so fies. Ja, ich brauche kurz die Handschuhe. Die sind ja besser. Weil ich mich dann hier schon überall durchboxen kann. Okay. Boah. Ja, nicht kaputt machen, nicht kaputt machen. Ich brauche die noch. Als Plattform. Ich werde jetzt hier, also ihr seht schon, ich mache hier gar keine Blöcke kaputt so ungefähr, weil ich die halt alle brauche, um weiter nach oben kommen zu können. Und die Musiknote haben wir auch schon, deswegen, das dürfte eigentlich schon passen soweit. Ich glaube sogar nicht, dass es hier zwei gibt, vielleicht auch doch, keine Ahnung. Aber ich kann mir sogar vorstellen, dass es auch hier nur eine einzige Musiknote gibt und gar nicht zwei. Naja, mal schauen. Puh, das hätten wir auch geschafft. Eieieiei. So, noch ein bisschen was zu futtern. Hier können wir kurz wieder den Stab her. Und zwar, okay, eine Karotte oder sowas, dann hier wieder das Hähnchen, was ich voll halt und eine Bombe. Okay. Kommt schon der Boss? Oder wie? Ja, es dürfte eigentlich noch ein Checkpoint kommen. Da ist er schon. Okay, ja, ich glaube, der Boss kommt. Na gut. What? Hoho, also, das ist opulent. Wer hat zugelassen, dass dieser Bauerntölpel uns unser üppiges Mahl verdirbt? Kaum eine Überraschung, dass du schon wieder da bist, wo du nicht hingehörst. Wir sollten dich bestrafen. Jetzt sitzt du in der Tinte. Wir wollen Revanche. Mein neuer Plan ist makellos. Diesmal kannst du nicht gewinnen. Also ein Kampf ums Ganze. Wunderbar. Wer fängt an? Gib mir mal das Salz. Oh nein. Gegen alle? Wirklich? Und da ist Tinker Knight. Erstmal okay. Wir haben übrigens geschrieben, dass man bei Tinker Knight was Witziges machen kann. Und zwar, ich will mal kurz das, das Zahnrad gegen ihn benutzen. Wo ist es denn? Ich finde es nur nicht. Da. Jetzt will ich mal kurz gegen ihn benutzen. Bam. Oh. Yeah. Man kann ihn instant töten damit. Das ist ja cool. Jetzt stehe ich hier ein bisschen ungünstig übrigens. Was mache ich jetzt hier? Keine Ahnung. Ehrlich gesagt, komme ich hier nach oben? Nee. Was mache ich denn jetzt hier? Hilfe! Ich werde gleich zerquetscht und sterbe wahrscheinlich. Kann ich hier unten einfach entlang laufen? Ah, ich kann einfach entlang laufen. Achso, okay, alles klar. Na gut. Gib mal kurz die Kugel am besten. Weil die ist ja am besten. Ich muss jetzt wirklich gegen alle Bosse kämpfen? Hintereinander? Ohne mich zwischendrin heilen zu dürfen oder sowas? Das wäre ein bisschen sehr fies, finde ich. Ja, wir schauen mal. Vielleicht kann ich mich auch doch zwischendrin mal heilen oder so. Keine Ahnung. Aber Tinker Knight ist eigentlich echt ziemlich einfach. Deswegen das... Na shit, das sollten wir hinkriegen, ohne allzu viele Leben zu verlieren. Ein paar werde ich bestimmt verlieren, aber jetzt nicht allzu viele. Hoffentlich. Ich gehe mal wieder kurz Plattform her, bitte. Ich muss auf den bouncen, das ist ja fies. Okay. So, jetzt bin ich wieder nach unten fallen, sondern einfach schön hier bouncen auf ihm. Okay, sehr gut. Ja, weiter, weiter, weiter. Arg viel Leben hat er auch schon gar nicht mehr. So, jetzt kurz hier überleben einfach. Und mehr... Nein, ich bin wieder runtergefallen. Nein, so schlecht. Ich wollte... Ja, weil gerade während der Attacke kann man nämlich wirklich wunderbar immer auf ihm herumbouncen. Ja, ich hab's leider verschissen. So, nein. Oh, ich hasse dich. Ja, eigentlich ist Tinker Knight wirklich nicht schwierig. So. Und... Stirb. Okay. Ja. Muss ich wirklich gegen jeden Einzelnen kämpfen? Ah, ich werde geheilt zwischendrin. Okay. Gib mal, ich kann mir sogar aufheben, die Heilung. Ich heb mir die mal auf dann ein bisschen, vielleicht. Soll gegen dich am besten die Kugel benutzen, weil die Kugel ist gegen dich sehr, sehr gut. Weil du dich da kaum dagegen wehren kannst. So, ja, hat schon sehr viel Schaden genommen, nämlich. Aber er kann auch hier wieder Stacheln erschaffen, wo ich sehr gut aufpassen will. Auf jeden Fall. So, aber einfach schön viele Kugeln werfen, dann hat er, wie gesagt, nicht arg viele Chancen. Dürfte auch schon, gleich besiegt sein und tot, okay. Puh. Okay, jetzt kriege ich aber keine neue. Vielleicht kriege ich auch nur eine Nahrung insgesamt oder so. Ich hebe den mal noch ein bisschen auf, weil ich ein bisschen zu viel Angst habe. So, aber hier King Knight ist auch jetzt wirklich nicht arg, nicht arg stark, sagt er, und lässt sich treffen. Aber trotzdem, den dürfte ich hinkriegen, den Kollegen. Weil der kann jetzt echt nicht so viel, finde ich. So, bam und bam. Sehr schön. Also können wir ganz gut fertig machen hier. Das war das hier. So, ein bisschen rumbouncen auf ihn. Und bam. So, ist auch schon gleich tot. Und stirb. Yay. Yippie. So, dann Plague Knight kommt als nächstes. Ja, der war auch ein bisschen verrückt auf jeden Fall. Und da werde ich jetzt, ja, mich bestimmt auch das ein oder andere Mal treffen lassen. Aber immerhin haben wir jetzt hier einen ebenen Boden. Was ja damals nicht der Fall war, weil der ja ständig, weil der den Boden ständig zerstören konnte. Und das war dann ein bisschen nerviger auf jeden Fall. Ich muss mir die Kugel auch ein bisschen aufheben natürlich für noch andere Bosse, also für die weiteren, die noch kommen werden. Das ist natürlich schon richtig, ne? Ich darf die jetzt nicht alle gleich am Anfang verschwenden.
meine ganzen Kugeln. Ich muss mich schon ein bisschen aufheben. Oh, Plague Knight, du bist auch echt böse. So, jetzt habe ich dann doch mal das Essen gegessen. Ich wollte es eigentlich gar nicht aufmachen. Ich habe es auszusehen aufgemacht. Aber es passt schon. Ist schon auch in Ordnung, würde ich sagen. Komm mal runter, bitte. Ja, der ist so verrückt, hey. Den kann man auch kaum treffen, hey. Also Plague Knight gehört auch für mich zu den schwierigsten Bossen, weil der einfach sich so schnell bewegt. Da kannst du, da wirst du einfach immer ein paar Mal getroffen. Das geht doch gar nicht, den zu besiegen, ohne getroffen zu werden, oder? Mal ehrlich. Na, komm jetzt her. Okay. Puh. So, vier fehlen noch. Ich hoffe, krieg jedes Mal Nahrung zwischendrin einfach, weil dann wäre es sogar ziemlich einfach, ehrlich gesagt. Das weiß ich halt nicht genau. Vielleicht gibt es nur insgesamt drei Nahrungsdinger, die ich zwischendrin bekommen kann oder sowas. Ich weiß nicht genau, keine Ahnung. Ja, aber es ist wirklich ganz cool. Die Bosskämpfe wurden auch wirklich 1:1 nachgeahmt. Weil jetzt sind wir eben auch unter Wasser. Und gerade eben zum Beispiel bei Polar Knight wurde auch der Boden halt eingefroren und sowas. Also es ist wirklich 1:1 dasselbe, was die Kämpfe angeht. Finde ich aber auch ganz schön, dass es hier nochmal so einen Boss-Rush gibt. Das ist ja auch zum Beispiel in den Mega Man-Spielen immer so, dass man, oder fast immer so, also in den meisten zumindest, die ich gespielt habe, dass man am Ende dann nochmal einen Boss-Rush gegen die ganzen, Robot Masters hat. Und auch hier in Shovel Knight ist es eben so, dass man nochmal am Ende einen Boss-Rush hat. Macht ja auch Sinn, weil Shovel Knight und Mega Man sind sich ja wirklich sehr, sehr ähnlich. Ist ja auch so ein bisschen davon inspiriert worden von Mega Man. Hier Shovel Knight. Samolna das nächstes, okay. So, ich darf meine Kugel noch einige Male einsetzen, auf jeden Fall. Will ich mir dann die gleich noch auf via Spectre Knight? Dürfte, glaube ich, halbwegs machbar. Oh shit, kann ich da zerquetscht werden eigentlich und sterben? Keine Ahnung. Spectre Knight dürfte sogar, glaube ich, halbwegs machbar werden. Ja, Propeller Knight könnte auch fies werden, weil ich ja da halt wieder instant sterben kann. Ja, stimmt, ich kann ja währenddessen nichts machen. Weil ich da wieder instant sterben kann, wenn er mich nach unten schleudert. Weil ich werde da bestimmt auch wieder dann nicht alle Plattformen zur Verfügung haben, würde ich mal schätzen. Und dann ist es schon fies. Auf jeden Fall, dann gegen ihn kämpfen zu müssen. Wenn es aber so sein soll, dass der Boden einfach der bleibt, der ja auch jetzt gerade ist und dass ich gar nicht runterfallen kann, dann wäre es in Ordnung. Aber ja, mal gucken. So, Spectre Knight, das nächste. Okay, ich werde mich jetzt einmal kurz heilen wieder. Am besten gleich am... Oder ich esse mal noch kurz auf ein bisschen. Gleich werde ich mich dann heilen. Ich werde schon richtig machen, hoffentlich. Also nicht zu spät, hoffe ich mal. So, und zack. Sehr schön, schön draufhauen. Okay. Ja, passt noch alles. Aber Spectre Knight war auch nicht so einfach. Obwohl man da halt schon die Abläufe, die Bewegungsmuster quasi von seiner Sense schon so halbwegs auswendig lernen kann. Und dann kann man, ja, dann kann man dann schon ganz gut gegen ihn vorgehen. So schwierig ist der auch nicht. Also eigentlich gehen alle Bossen natürlich irgendwie. Das ist halt auch das Coole an den Bossen, allgemein an Bossen in Videospielen, dass sie eigentlich alle so halbwegs immer machbar sein sollten, vor allem wenn man sie viel spielt, dass man dann eben die Bosse lernt und ihre Muster halt auch kennen. Ah, Magie gibt's da auch immer. Und ihre Muster eben auch kennenlernt natürlich. Und das ist halt immer das Schöne, dass ich die jetzt halt schon auf jeden Fall besser kann als vielleicht beim ersten Mal. Und stirb. Okay. So, nur noch Propeller Knight. Jetzt bitte nicht mehr runterfallen dann gleich. Aber ja, ich kann gar nicht runterfallen. Okay, dann ist es einfach. Dann geht's. Das ist voll in Ordnung. Ja, ja gut, ich kann wahrscheinlich trotzdem gleich wieder Kanonenkugeln nach unten hauen lassen. Und, okay, nach unten hauen lassen, die dann den Boden kaputt machen. Das kann ich mir vorstellen, dass er das vielleicht wieder macht. Oder nicht? Nee, macht er, oder doch? Doch macht er, ja, wusste ich's doch. Dann ist es schon wieder fies natürlich. Oder doch nicht? Nee, doch nicht. Okay, der Boden kann nicht zerstört werden. Offenbar. Das ist ja schön. Ja gut, Bomben, dass jetzt Bomben da die ganze Zeit gefeuert werden, ist auch nicht arg viel netter. Aber ja doch, ist es schon netter, als wenn ich instant sterbe. Mein Fleisch ist übrigens weg. Okay, na gut. Aber ich kann dich eh besiegen und stirb. Yay! Puh. Das war aber jetzt echt nicht einfach. Was zum... Los, Shovel Knight, rette sie. Hilf uns, Shovel Knight. Du lässt es doch nicht im Stich, oder? Ich muss sie im Stich lassen. Ich meine, sie waren zwar Arschlöcher zu uns, ich weiß, aber... Ah, ich kann sie retten, okay. Ich werde sie auch alle retten, ich bin freundlich. So, was sagen die jetzt? Kein Reichtum ist den Herzschmerz wert, der dich erwartet. Viel Glück, du verdammter Held. Eins muss ich dir lassen. Deine Schaufeltechnik ist besser. Wir sollten uns austauschen. Mein Schloss, mein Luxus, mein Land, meine Kronleuchter, zur Hölle mit dir, Shovel Knight. Okay. Moment, das kennen wir schon. So, hier Spectre Knight. Meine Niederlage spielt keine Rolle, die Verzauberin ist von einem Sterblichen nicht zu stoppen. Ich mag nicht so stark sein wie du, aber ich bin weitaus cleverer, also pass auf. Ah, wie erfrischend, wie erbaulich. Wenn alle deine Abenteuer so spaßig sind, sollte ich dich begleiten. Meine Stellmotoren haben substanzielle Unzulänglichkeiten. Eine Überarbeitung ist angezeigt. Okay. Das war mein Ernst. Du solltest zu uns stoßen. Fünf. So. Kommt noch mehr? Ja, das war's erstmal. Und? Natürlich.
Es darf dann das finale Level, der Turm des Schicksals, Fragezeichen gegen Fragezeichen. Obwohl ich aber das Bild schon sehen kann, ja, gegen die Verzauberin halt, ne? Würde ich mal schätzen. Gut. Gibt es sonst noch irgendwas, was ich noch machen könnte? Ich kann euch noch vielleicht ein paar Secrets zeigen oder so. Also eins ist mir gerade spontan einfällt, kann ich euch vielleicht noch schnell zeigen. Das werden wir mal kurz machen. Und zwar, wir gehen mal kurz hier in den Panzerposten zurück. Hatte mir nämlich auch schon geschrieben. Und zwar, ich kann nämlich hier oben, wenn ich hier nach links gehe, mit einem von diesen beiden Charakteren irgendwas Tolles machen. Ich weiß noch nicht genau was, aber wir schauen einfach mal. Ich glaube, du dürftest sein, oder? Der Jobler. Hörner, die edelsten Instrumente, aber wirklich zur Geltung kommen die nur in einem Duett. Stimmt, ich habe ja auch ein Horn, richtig. Das hier. Naja, ich will nicht mit dir reden, ich will... So. Bam. Okay, dann haut er Magie raus. Immer wieder sogar. Okay, kann ich da unendlich viel Magie fahren, obwohl ich meine, es wird ja eh immer aufgefüllt zwischen den Leveln. Aber es ist dennoch ein ganz nettes Secret auf jeden Fall. Yay, ein schönes Duett haben wir hier. Das ist ganz cool. Das ist echt ganz cool, okay. So, bei dir ist glaube ich nichts Besonderes, oder? Ich muss schon sagen, mein Herr, so ein dekadentes Luftschiff habe ich nicht mehr gesehen, seit ich meins verkauft habe. Ha! Okay, nee, alles klar. Gut. Also es gibt schon noch einige weitere Secrets, die ich euch dann nochmal eben, das habe ich am letzten Part schon erwähnt, eben noch in einem Bonus-Part zeigen will, der dann nach demnächst noch kommen wird. Also wahrscheinlich wird das Let's Play nur noch zwei weitere Parts haben, außer es kommen noch mehr andere Level, das kann schon auch sein, keine Ahnung. Aber normalerweise dürften es nur noch zwei Parts werden, vielleicht auch doch drei, wenn halt noch irgendwas anderes passiert, keine Ahnung. Aber wahrscheinlich eben zwei, beim nächsten Mal halt dann das Finale, beim Turm des Schicksals gegen die Verzauberin, würde ich jetzt mal schätzen. Und dann beim übernächsten Mal halt eben noch ein kleiner Bonuspart, wo ich dann eben noch alles andere zeigen werde, die Amiibo-Funktionen und wie ich dann alle Heldentaten freigespielt habe und noch andere kleine Secrets, die ich euch noch zeigen wollte. Also arg viele Parts wird es auf jeden Fall nicht mehr haben. Also entweder noch zwei oder halt dann doch drei oder so, falls noch andere Dinge passieren sollten, werden wir dann schon noch alles genauer sehen. Okay. Auf jeden Fall würde ich dann noch selber einen Daumen hoch, einen Kommentar oder auch ein Abo freuen. Und hoffentlich werden wir uns dann bei neuen Videos wiedersehen. Gut, also dann Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao.